wenn ich dir ein Auto bringe, meint ihr im Interesse an einem Auto? Na komm, Freddy, bestimmt Interesse an einem Auto. Nimm das Auto. Nimm das Auto. Ganz da hinten hat einer ein Auto. Da. Komm her, Boy. Aha. 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 So. Oh. Yes, Baby. Ich brauche zumindest keine Leute mehr damit killen. Gott sei Dank ist das Wesens weg. Gott sei Dank ist das weg. So, jetzt mache ich währenddessen mit den Kills hiermit weiter. Yes, das waren die letzten beiden mit dem. Oh, Gott sei Dank. Stich, stich, stich! Damit haben wir die Vollstrecker durch. Vier Freunde. Ich bin voll am Arsch. Was mache ich jetzt? Sie sind alle hier. Die sind alle unter mir. Alle. Wenn ich einen MP hätte, würde ich da sowas von reinspringen. War's das? War's das? Bitte. Ihr habt ihn euch gewünscht, ich habe geliefert. Beziehungsweise liefere ich jetzt gerade. Der ultimative Cold War Dark Matter Guide. In dem Video, ihr werdet Timestamps haben, wo zu jeder Waffenkategorie die Erklärungen sind. Ihr werdet die Fallbeispiele haben. Ich werde euch zeigen, wie ihr Dark Matter erspielen könnt. Ich werde euch all die Sachen erzählen, die ich, als ich Dark Matter erspielt habe, als Fehler gemacht habe. Ich werde euch erklären, warum es darauf ankommt, welche Waffen ihr zuerst nehmt. Ich werde euch erklären, welche Modi ihr nehmen müsst. Ich werde euch erklären, wie ihr am effektivsten und schnellsten mit legalen Mitteln zu Dark Matter kommt. Und ich sage mit Absicht legale Mittel, weil man aktuell bei irgendwelchen komischen Moddern für 20 € Dark Matter und Dark Aether kaufen kann. Nach diesem Guide, Leute, werdet ihr alle Dark Matter Experten sein. Und wenn ich nach diesem Guide noch einen sehe, der sagt, oh, es ist mir zu anstrengend, halt den Mund, Ralf. Das passende Hemd in der passenden Farbe, passender Hintergrund, das wird ein geiles Video, Leute. Das heißt, an der Stelle dürft ihr, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, und ihr könnt mal unten kurz abchecken, lasst ein Abo da, macht die Glocke an. Es gibt einfach überhaupt gar keinen Grund, dass du jetzt noch kein Abonnent bist. Zur allerersten Erklärung für euch. Wir fangen Schritt für Schritt an. Wir gehen jede Waffenklasse durch und ich werde euch die einzelnen Challenges vorstellen. Bei den einfachen Sachen werde ich euch einen kleinen Tipp geben. Bei den komplizierten Sachen werde ich ein bisschen näher drauf eingehen. Ich werde euch beibringen, wie ihr mit den Raketenwerfern und das nehme ich jetzt schon vorweg, Leute. Bei den Raketenwerfern werdet ihr Schmerzen erleiden. Ihr werdet zwischendurch kurz davor sein, aufzugeben. Ihr werdet sagen, es ist es nicht wert. Und im Nachhinein betrachtet, muss ich euch sagen, habe ich 2,5 Wochen meines Lebens geopfert, um Dark Matter hier zu bekommen. Aber ich wollte es haben und ich bin stolz, dass ich es getan habe. Es fängt natürlich wie immer leicht an. Ihr habt die 10 verschiedenen Waffenkategorien, die Sturmgewehre, die MPs, die Taktikgewehre, die leichten MGs, die Scharfschützengewehre. Ebenfalls habt ihr die Pistolen, die Schrotflinten, die Werfer, die Nahkampfwaffen und die Spezialwaffen. Ihr müsst aus jeder Waffenkategorie
verschiedene Anzahlen von Waffen schaffen. Der erste große Tipp für euch: Ihr könnt DLC-Waffen dazu nehmen. Ihr müsst bei den Sturmgewehren nicht die festen Waffen nehmen, zum Beispiel die XM4, AK, Krieg, QBZ und FFAR. Wenn ihr auf Dark Matter geht, wenn ihr beginnt oder ähnliches. Ihr habt durch das Game verschiedenste Waffen-XP-Token. Diese Waffen-XP-Token sind ein absolutes Geschenk, wenn es darum geht, Dark Matter zu erreichen. Glaubt mir, Leute, ihr wollt eure Doppel-Waffen-XP-Token nicht in der allerersten Sekunde für die allererste MP aufsetzen. Ihr wollt diese Waffen-XP-Token für die Waffen aufbewahren, bei denen ihr Probleme habt, sie hochzuleveln, weil ihr zu wenig Kills damit macht, weil ihr nicht damit umgehen könnt oder. Wenn ihr Waffen-XP-Token habt, behaltet sie. Wenn ihr wirklich Probleme habt, weil eure Double-XP-Token leer sind, im Battle Pass habt ihr keine mehr. Und das Problem ist ja auch, dass eure Double-XP-Zeit, während ihr in der Lobby seid, während ihr in der Lobby sucht, die ganze Zeit durchläuft. Geht von Cold War einfach zu Warzone, Leute, und drückt nochmal auf L3. Außer ihr seid auf der Xbox, ich weiß nicht, wie es bei der Xbox heißt, auf dem PC geht es genauso. Ihr könnt die Double XP Token von Warzone genauso nehmen wie von Cold War. Und ihr habt, egal welches Spiel ihr startet, unterschiedlich viele XP Token. Ich habe immer gedacht, wenn ich 5 XP Token habe in Black Ops Cold War, dann habe ich ja auch 5 in Warzone, das ist nicht so. Das heißt, wenn ihr auf Warzone klickt, könnt ihr einen dieser XP Token aktivieren. Geht einfach schnell wieder rüber zu Cold War und macht dort mit den XP-Token weiter. Er läuft die ganze Zeit. Ganz einfach, Rekrutbot. Easy peasy. Ich will ehrlich sein, Leute, bei den AKs habt ihr keine Probleme mit keiner Herausforderung. Ihr braucht 300 Eliminierung mit AK, mit jeglichem Sturmgewehr. Auch die zweite Herausforderung kein Problem. Kopfschüsse macht sie im Hardcore-Modus 24-7, Nuketown. 20x5 Abschüsse ist auch einfach, darauf kommen wir gleich zu sprechen. 50 Weitschüsse, ich kann euch für alle Weitschüsse nur empfehlen. Schönes Visier drauf, auch Nuketown Hardcore selbstverständlich. Nehmt Drohnen mit für die Ausrüstungskills, nehmt irgendwas mit wie Richtmikrofon. Das einzige, was nervt, ist 50 Gegner töten, die vor dir in Deckung gehen, und das werde ich euch erklären. Die Sturmgewehre, Leute, sind eine Waffe, mit denen ihr wirklich Spaß haben könnt. Ich habe euch hier jetzt schon mal die Weitschuss-Spots eingeblendet. Die richtigen Modi, die ihr für die Sturmgewehre nehmen solltet, sind zu 100% Hardcore, Hardcore Nuketown 24-7, jegliche andere Hardcore-Maps. Der Grund dahinter: Ihr könnt Weitschüsse in Hardcore einfach viel, viel einfacher machen, als ihr es im normalen Core-Modus machen könnt. Und der zweite Vorteil: Durch Nuketown 24-7 habt ihr einen riesen Vorteil, dass ihr immer wieder an die festen Weitschuss. Die einzige Herausforderung, die nervig sein kann, sind die 50 Abschüsse von Gegnern hinter einer Deckung. Hier seht ihr es beim Weitschuss-Bot 3. Wenn ihr einfach in dem Haus aufs andere zielt oder andersrum wartet, bis der Gegner dort an der Holzbarrikade ist, ihr könnt in Hardcore auch durch die Holzbarrikade schießen, zählen die Kills hinter der Deckung fast immer. Bei anderen Maps ist es leider verbuggt und bis heute nicht behoben. Eure Belohnung! Eins. Rekrutbot hoch 5. Bei den MPs werdet ihr am wenigsten Probleme haben. Die MPs in Cold War sind mit Abstand die besten Waffenkategorie, sind die besten Waffen. Denkt dran, ihr braucht nicht alle, die ihr habt. Ihr könnt zum Beispiel 2 DLC-MPs nehmen, ihr könnt die LCC nehmen, ihr könnt die MAC-10 nehmen, ihr könnt die PPSH nehmen. Dann sucht ihr euch die 3 für euch schönsten, besten MPs aus, die ihr noch drin habt. Das ist kein Problem. Wenn ihr bei den MPs auf ein Problem stoßen könntet, und ich gehe davon aus, dass es uns allen gleich geht, dann ist es eine Herausforderung, und die ist wirklich teilweise nervig: Erledige im Multiplayer oder Mehrspieler 75 Feinde aus nächster Nähe. Ihr müsst, und das ist nicht übertrieben, Leute, für diese Herausforderung, das spielt ihr natürlich nicht in Hardcore Nuketown, sondern im normalen Core-Modus, genauso wie ihr die MPs insgesamt, bis auf die Weitschüsse und Headshots, alle im normalen Core-Modus machen könnt, und da ist auch egal, ob Nuketown, da geht es natürlich immer am besten, ihr könnt aber auch neue oder andere Maps nehmen. Ihr müsst 75 Leute töten und mit eurer Waffe und mit eurem Lauf, es ist kein Witz, im Hintern des Gegners stecken. Diese Point-Blank-Medaillen sind der letzte Dreck. Und daran habe ich das erste Mal gemerkt, dass viele von den Entwicklern diese, oder die Entwickler von diesen Tarnungen und den Herausforderungen
niemals diesen Multiplayer selber angefasst haben. Die wirklich anstrengendste Herausforderung waren die 75 Kills aus nächster Nähe. Ihr müsst wirklich im Hintern vom Gegner sein. Wenn ihr auf diese Herausforderung geht, mein Tipp, macht ihr als allerletztes. Versucht alle anderen vorher erstmal zu machen. Bei den MPs habt ihr noch Spaß, da könnt ihr noch gut leveln, da geht das alles wirklich noch gut, weil die MPs generell eigentlich alle sehr stark sind. Settet eure Waffe komplett auf Rutschgeschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit und Feuer aus der Hüfte. Visiert einen Gegner an im Lauf, den ihr damit erwischen wollt, lauft mit dem Messer in der Hand auf ihn zu, switcht auf die MP und tötet ihn aus der Hüfte aus nächster Nähe, wenn ihr hinter ihm seid. Wenn ihr direkt hinter dem Gegner seid, stellt euch einen Zentimeter hinter ihm und gebt ihm ein paar Headshots. Ihr kriegt automatisch die Tarnung bzw. den Fortschritt für die Headshots und für die Kills aus nächster Nähe. Wer mit den MPs Probleme hat, Mann, du solltest auf jeden Fall jetzt aufhören. Die ersten Zweifel kommen. Während die ersten zwei Kategorien super easy waren, könnte es jetzt an einigen Stellen vielleicht etwas komplizierter werden. Hier auch wieder eigentlich die einzige wirklich nervige Herausforderung: töte 50 Gegner, die vor dir in Deckung gehen. Das gleiche für die LMGs, die LMG-Aufgaben und die Taktik-Rifle-Aufgaben sind 1:1 die gleichen. Überlegt euch ganz genau, ob ihr das hier nicht sogar im Core-Modus machen wollt. Dadurch, dass fast alle taktischen Gewehre sehr, sehr stark sind, könnt ihr sie auch wunderbar im normalen Core-Modus leveln. Und glaubt mir Leute, ihr werdet mit allen anderen Waffenkategorien in Hardcore noch so viel zu tun haben, dass ihr über jede Sekunde froh seid, wo ihr mehr als einen Schuss selber aushalten könnt, ohne zu sterben. Nach Dark Matter, wenn ihr vorher kein Hardcore-Fan wart, werdet ihr keiner mehr. Hier das gleiche wieder, geht in eins der beiden Häuser bei Nuketown, zielt im Prinzip auch in Hardcore zwischendurch mit ein bisschen Feuer durch die Holzpalisadenwände, geht alternativ zu diesem Weitschussspot hier, hier könnt ihr Weitschüsse machen, hier könnt ihr auch gleichzeitig die Kills hinter der Deckung machen und hofft und betet, dass die Kills hinter der Deckung auch wirklich als solche zählen. Der Vorteil ist mittlerweile, und das ist einer der Gründe, warum ich sage, es ist manchmal hilfreicher, wie anfangs erwähnt, später auf Dark Matter zu gehen als vorher. Als ich auf Dark Matter ging, hatte ich das Problem, dass die Carve noch nicht dabei war. Die Carve ist eine deutlich bessere Waffe als zum Beispiel Typ 63. Wenn ihr jetzt eure Waffen auswählen müsst, damit ihr die vier Taktikgewehre eben auf Gold bekommt und Diamant für Dark Matter am Ende, kann ich euch empfehlen die M16, die AUG, die DMR14 und die KF2. Die Herausforderung hiervon, genauso wie zum Beispiel blutrünstig, schafft ihr mit den Waffen und ein bisschen Skill ganz automatisch, weil die Waffen sehr stark sind. Lasst die Typ 63 da, es ist mit Abstand das schlechteste DMR, was es in Cold War gibt. Leute, an dem Punkt, als ich diese Kategorie durch hatte, wusste ich 3 von 10 und die Reihenfolge, in der ich euch das erkläre, wird später auch noch sehr wichtig sein. Eure Belohnung! Na toll, wie habe ich es jetzt geschafft, hier allein zu sein? Ich hasse die M60. Bei den LMGs, Leute, werdet ihr auch nicht auf allzu viele Probleme stoßen, vor allen Dingen, wenn ihr es jetzt in der Season macht oder jetzt vielleicht gerade die LMGs noch vor euch habt, denn auch zu dem Zeitpunkt, wo ich Dark Matter gemacht habe, was von diesem Video aus ungefähr 6 Wochen her ist, gab es das MG82 nicht. Das heißt, ich hatte die Wahl zwischen Stoner, RPD, M60, im Prinzip musste ich alle drei machen, ich hatte nur die Wahl, in welcher Reihenfolge das Ganze geschehen soll. Die M60 ist mit Abstand das schlechteste LMG im ganzen Game. Nehmt die MG82, ist eine gute Feuerrate, hat einen guten Schaden, die ist in Ordnung. Die Mobility ist auch in Ordnung. Die Aufgaben, wenn ihr davor die DMRs gemacht habt, was ich euch empfehle, habt ihr die alle im Kopf.
mit den LMGs. Ihr könnt Hardcore spielen, auch hier aber wieder. Spielt vielleicht die neue 24/7 Collateral Playlist, spielt vielleicht 24/7 Diesel. Ihr werdet nicht mal bei den Weitschüssen Hardcore brauchen. Ich persönlich habe es aber zu Großteilen in Hardcore gemacht, weil es mir einfach geraten wurde. Niemand hat mir erzählt, dass ich einfach mal das Hirn einschalten sollte und vielleicht die sehr starken Waffen auch ganz normal im normalen Multiplayer-Modus nutzen sollte. Bei den LMGs, Leute, wenn ihr die durch habt, circa 1,5 Spieltage für alle 3, beziehungsweise 4, falls ihr unbedingt alle 4 machen wollt, werdet ihr auf einem guten Weg sein. Alte Belohnung! Ganz da hinten hat einer ein Auto. Da. Komm her, Boy. Yes! Aha. 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 So, so. Ich bin so schlecht damit. So schlecht. Ich fühle mich schon fast ein bisschen schuldig, dass ich euch die Sniper hier auch vorstelle, denn ich möchte ehrlich sein, das Einzige, was ich in meinem Dark Matter Run, das sind 2,5 Wochen, jeden Tag on-stream mit dem Live-Chat zusammen gemacht habe, die Sniper-Waffen selber habe ich nur zu einem kleinen Teil gemacht. Ich bin der mit Abstand schlechteste Sniper, den ihr jemals gesehen habt. Trotzdem, ein, zwei Tipps habe ich natürlich auch hier für euch, aber ich möchte diese Kategorie möglichst klein halten, weil ich hier nicht so tun möchte, als wenn ich irgendwie der Sniper-Pro oder Experte bin. Bei den Snipern gibt es und jeder von euch ist besser. Glaubt mir, Leute, ihr könnt eine 0-1er KD haben, ihr seid im Snipen besser als ich. Es gibt einen Modi, den ihr unbedingt spielen solltet. A, kein Nuketown Hardcore, das ist schon mal das No-Go. B, Armada. Spielt Armada, spielt die 12 gegen 12 Modi, ihr wollt die großen Maps haben. Der Vorteil daran ist, dass fast jeder Kill, egal mit welcher Sniper, ein Weitschuss ist. Die einzigen wirklichen Herausforderungen hier, solche Abschüsse wie zum Beispiel 50 Abschüsse, während ihr den Atem anhaltet, das tut man beim Snipen sowieso. Oder 50 Abschüsse eben aus auf den Kopf, das macht ihr auch automatisch. Das sind alles keine Herausforderungen, die euch vor irgendwelche Probleme stellen. Würden bei mir auch nicht sein. Ich hätte zum Beispiel den Struggle gehabt bei den Blutrünstig-Medaillen, weil ich aber auch einfach nie snipe. Da gibt es aber auch einen einfachen Tipp. Geht auf die großen Karten. Spielt Combined Arms. Ihr könnt auf Miami gehen, ihr seht das auch hier, nehmt ein Thermalvisier mit. Sucht euch einzelne Spots aus jedem Spot auf Armada oder alternativ Miami. Habt ihr den Vorteil, dass die Kills, die ihr macht, A, Weitschüsse sind und falls ihr jetzt vielleicht keine guten Quickscoper seid oder Probleme mit den Snipern habt. So habe ich es mit den Kills gemacht, die ich noch machen musste. Vielen Dank an der Stelle an meinen guten Kumpel, der für mich die Sniper weitergespielt hat. Dieser Spot, den hat er mir gezeigt, da habe ich einfach meine Weitschüsse und blutrünstig gemacht. Das ist absolut unfair. Aber Leute, und das sage ich euch jetzt schon mal vorab, wenn ihr auf Dark Matter geht, ist es egal, wie ihr es macht. Ihr wollt es einfach nur am Ende geschafft haben. Aus dem Spot hier könnt ihr innerhalb von 2-3 Runden eure wichtigsten Aufgaben wie Weitschüsse, Luft anhalten, Kopfschüsse in einem Run machen und werdet dann auch später keine Probleme mehr haben. Eure Belohnung! Was zur Hölle ist da? Ein Alien! Ach, das sind Vorräte. Gut. Ich dachte, das wäre ein Raumschiff. Kurze Erholung, ihr werdet Spaß haben bis zum Revolver. Auch hier wieder, Leute, ihr habt einen großen Vorteil. Als ich den Mist machen musste, und ich kann euch eins sagen, mit den ganz normalen Pistols in Hardcore werdet ihr unglaublich viel Spaß haben. Die Pistols in Hardcore sind meiner Meinung nach sogar die stärkste Waffenkategorie. Zu meinem damaligen Zeitpunkt gab es die AMP-63 noch nicht. Das heißt, ich musste mit der 1911, mit der Magnum und mit der Matti spielen. Diamati, Leute, boah, Küsschen, absolut easy. 1911, boah, absolut easy. Der Magnum, eine richtige Dreckswaffe. Der Magnum Revolver ist auch so eine Waffe, der, wenn ihr ihn auf Dark Matter spielen wollt, keinen Spaß machen wird. Hardcore 24/7 Nuketown ist hier wirklich die Playlist, die einen rettet. Ich glaube auch, dass 80% von uns, die Dark Matter schon erspielt haben, ohne Hardcore Nuketown komplett am Arsch gewesen wären für ganz viele Herausforderungen. Die Raketenwerfer-Leute kommen auch noch. Nehmt die AMP-63 anstatt den Magnum-Revolver. Die AMP ist stärker, sie hat mehr Range, sie hat mehr Munition. Und tut mir einen Gefallen, wenn ihr bei den Pistols seid, und ihr seht das so ein bisschen im Gameplay-Hintergrund,
Es macht einfach Spaß damit, Leute. Es macht einfach Spaß damit. Und ihr habt zu dem Zeitpunkt die wichtigsten und in Anführungsstrichen einfachsten Kategorien durch. Die Primärwaffen sind alle durch. Ab jetzt fängt die richtige Arbeit für euch an. Der Grund, warum ihr mit den MPs, Sturmgewehren etc. anfangen solltet, ist relativ einfach. Es ist ein psychologischer Aspekt, wenn ihr wisst, dass ihr die Hälfte geschafft habt und jetzt an den schweren Sachen mehr zu knabbern habt, als wenn ihr ganz am Anfang mit den Raketenwerfern anfangt und vielleicht mit den Pistols und da einen Tag braucht, zwei Tage braucht, drei Tage braucht und die ganze Zeit das Gefühl habt, ey, ich habe noch nicht mal eine Kategorie fertig. Es ist ein ganz einfacher psychologischer Effekt. Nehmt erst die Primärwaffen. Sobald ihr wisst, dass ihr die Hälfte von dem Ganzen in der Theorie hinter euch habt, ist es einfacher, auch bei sowas wie dem Revolver, der euch Probleme bereiten wird, wenn ihr euch dafür entscheidet, weiterzukommen. Die größte Herausforderung hier von den einen Herausforderungen, die wir im Prinzip haben, ist auch wieder Kills aus nächster Nähe. Der Vorteil aber bei den Pistols ist, im Gegensatz zu den anderen Sachen, bei den Kills aus nächster Nähe braucht ihr, genauso wie bei Kills aus der Deckung, nur 25 Stück, anstatt 50 oder 75, das geht. Rache, Rache, Rache. Ihr habt schon gehört, Leute, nehmt die Straßenfeger mit. Das ist also da, bei den Shotguns Hardcore selbstverständlich. Ich habe selten zu meinem Zeitpunkt damals Waffen gesehen, die so stark in Hardcore waren. Die Shotguns in dem Game sind insgesamt einfach sehr, sehr gut, das muss man dazu sagen. Ihr müsst von den drei Shotguns, die ihr mittlerweile habt, die Straßenfeger ist eine DLC-Shotgun gewesen, nur zwei machen. Ob die Galle oder Howard, das ist ganz euch überlassen. Ich kann euch die Galle empfehlen. Die Range von der Schwertfeger und von der Galle in Nuketown Hardcore 24/7. Ihr seht, 90% der Waffen macht man dort einfach. Ist extrem krass. Ihr könnt Leute auf 15, 20 Meter holen. Ihr könnt die aus der Hüfte holen. Ihr könnt sie hinter Deckung holen. Die Schwertfeger macht Spaß. Sie lädt einfach lange nach. Die Galle ist ebenfalls gut. Wenn ihr sagt, ich habe mehr Bock auf die Hauer zum Beispiel, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr dann aber mit der Hauer im normalen Core-Modus spielt. Der Grund dahinter ist relativ einfach. Die ist sehr, sehr stark, kann One-Hitten, ihr könnt damit Headshots machen. Da solltet ihr also keine Probleme bekommen. Wenn etwas hier herausfordernd ist, dann sind es die 75 Kills aus nächster Nähe. Hier wieder die Shotguns auf Rutschgeschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit und Präzision aus der Hüfte. Unbedingt den letzten Lauf auf den Shotguns, damit ihr eben den extra Schaden habt. Und vielleicht ist es für einige ein Problem, diese Kategorie gibt es fast überall. 75 Feinde, die durch deine Punkteserien, Ausrüstung oder Feldaufrüstung entdeckt, betäubt oder geblendet wurden, müssen getötet werden. Einfacher Tipp. Nehmt die Drohne mit, nehmt in Hardcore die Panzerung mit, im normalen Core-Modus die Konterdrohne, den Hater als dritte Streak in jedem Fall, das Richtmikrofon und Blendgranaten. Mit jeder Klasse werdet ihr diese 50 bzw. 75 Kills, je nach Kategorie, super einfach machen. Aktiviert die Drohne, sobald ihr in der Nähe vom Gegner seid und ihr seid gut dabei. An dieser Stelle, Leute, müsst ihr, wenn ihr die Shotguns durch habt, einmal kurz durchatmen. Wir kommen zu den Raketenwerfern. Den schlimmsten Waffen, die ich jemals in der Hand hatte. Ich spiele seit über 10 Jahren Call of Duty und ich kann es euch nur sagen. Die Raketenwerfer, Leute, sind absoluter Scheiß. Trauma. Einfach Trauma. Ich träume heute noch von den Raketenwerfern. An den Raketenwerfern, und da müssen wir ein bisschen detaillierter ins Detail gehen, gibt es nichts Gutes. Ihr müsst, und das ist das Erste, was ich euch sage, mit beiden Raketenwerfern, es gibt keinen dritten, die sind einfach nur insgesamt schlecht. In Hardcore, Gegner mit Kugelweste können 3 Hits vertragen, selbst wenn ihr sie direkt ins Gesicht trefft, was keinen Sinn macht. Kein Treyarch-Entwickler wird jemals eine dieser Herausforderungen gemacht haben. Erster Tipp, ihr müsst in einem Spiel 10-mal, also in 10 verschiedenen Runden, 3 Punkte, Serien oder Fahrzeuge zerstören. Mit dem Sigma ist das einfach. Ihr visiert einfach eine Drohne am Himmel an, das macht ihr 3-mal, ihr seid fertig. Der RPG hat keinen Lock-On. Was das für euch bedeutet, das ist Pro-Tipp, Leute, den habe ich leider erst sehr spät erfahren. Mit den ersten beiden Kills von diesen 3, die ihr machen müsst, holt ihr einfach mit dem Sigma-Raketenwerfer eine Drohne vom Himmel. Mit dem dritten, da wechselt ihr auf den RPG und sucht euch einen Vorratsheli, der zählt, ihr sucht euch einen Kampfhelikopter, der zählt, ihr sucht euch ein Geschütz, was zählt, ihr sucht euch irgendwas Fahrbares und macht den dritten mit dem RPG. Diese Challenge, diese Punkte dafür zählen dann nicht zum Sigma dazu, sondern zum RPG. Das wird euch super viel Zeit sparen.
Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wenn ihr die 25 Luft- oder Fahrzeuge, oder wie ihr es nennen wollt, Drohnen, Helikopter, Vorräte, all das zählt dazu, mit dem RPG machen müsst, der ist die größte Herausforderung für euch. Geht in Feuertrupp. In Feuertrupp seid ihr die ganze Zeit am Fallschirm, guckt nur auf die Karte, auf das Radar, bis irgendwo ein Geschütz auftaucht auf dem Radar oder einer der Gegner in einem Auto sitzt. Das Problem ist, der Feuertrupp-Modus wird von fast keinem Personen mehr gespielt mittlerweile. Die beste Option zum aktuellen Zeitpunkt sind einfach die 12 gegen 12 Hardcore Modi und vor allen Dingen, und das ist wirklich so, auch wenn ihr kein Armada Fan seid, Combined Arms. Combined Arms wird euch die Möglichkeit geben, einfach weil ihr andauernd Motorräder findet, Panzer findet, Fahrzeuge, Jeeps, Boote, Schiffe. Es ist der einzige Modus, wo so viel umherfährt, dass ihr auch mit dem RPG das Ganze schafft. Es gibt keine Megatipps, die euch sagen, dass ihr die Raketenwerfer in 2 Minuten fertig habt. Ich habe fast 2,5 Spieltage nur für die 2 Raketenwerfer gebraucht und war an sehr vielen Stellen kurz davor zu sagen, ich gebe auf. Und Leute, macht es, zieht es durch, guckt euch die Sachen an, guckt euch die Clips an. Komm Junge, paar Meter noch, komm Junge, die Meter gehst du noch. Leute, das ist der Punkt, wo ihr die Raketenwerfer geschafft habt. Ich werde am Ende des Videos noch zu ein, zwei Sachen zu den Raketenwerfern sagen, weil ich weiß, dass die meisten von euch dort die meisten Probleme haben. An der Stelle bitte ich euch auch, dass ihr euch in den Kommentaren so ein bisschen verewigt, wenn ihr zu irgendeiner Waffenkategorie irgendeine spezielle Frage noch habt. Ich werde euch alles so gut beantworten, wie ich das irgendwie kann. Ihr habt als letzte Kategorie, die habe ich hier zusammengenommen, eine Nahkampfwaffe. Ich empfehle euch einfach das Nahkampfmesser und eine Spezialwaffe. Bei den Spezialwaffen habt ihr mittlerweile das Ballistikmesser, den Schattenjäger, die Nagelpistole und den M79. Als ich es gemacht habe, gab es nur den Schattenjäger und die M79. Der Granatwerfer ist Mist. Nehmt den Schattenjäger, Leute. Dann werde ich auch gar nicht so viel zum Schattenjäger an sich sagen, weil, und jetzt kommt es, der macht Spaß. Der ist richtig gut. Ihr braucht nicht zu hoch zielen, ihr könnt damit richtig geil umherlaufen und vor allen Dingen nach den Runden mit Raketenwerfer, und ich sag's euch, ihr werdet Runden haben mit Raketenwerfern, da geht ihr 0 zu 50, ich hab's alles hinter mir, OEKD wird in den Keller gehen, werdet ihr die Jahrhundert-Lobbys haben. Ihr werdet mit dem Schattenjäger teilweise 10er, 15er, 20er Streaks schaffen. Habt ihr bei einer Herausforderung ein Problem, das dürfte beim Schattenjäger allerhöchstens Weitschüsse sein, geht auf normal Nuketown, nicht auf Hardcore, geht an einen der 4 Weitschussspots, die ihr bisher schon bei den AKs, bei den MPs gesehen habt und schießt von da auf die andere Seite der Map. Ihr werdet keine Probleme haben, den ganz schnell zu erledigen. Jetzt mittlerweile könnt ihr sogar noch die Nagelpistole nehmen, was auch sehr entspannt ist, das ist euch überlassen. Das Ballistikmesser, wer von euch Bock darauf hat, ich finde es nicht so gut. Ich habe es damals auch gar nicht als Option gehabt. Ich habe das ganz normale Messer genommen. Ihr seht das hier. Nuketown, Double Smoke Granaten, Totenstille, Kugelweste, Ninja. Ihr könnt auch Gangno nehmen, wenn ihr unbedingt wollt, dass ihr so ein bisschen aus der Hüfte auch vielleicht noch was werfen könnt. Das Messer macht Spaß. Das Messer macht Spaß. Es gibt 2 Sachen, die wirklich sehr, sehr nervig sind. Das erste, ihr müsst in den Gegner reinrutschen und 25 Kills damit machen. In diesem Game ist es aus welchem Grund auch immer so, sobald ihr in einen Gegner reinrutscht, rutscht ihr automatisch einen halben Meter zurück. Was ihr dagegen tun könnt, überhaupt nichts. Nehmt das Messer einfach, macht ganz normal eure Verrätermedaillen damit, das heißt, irgendjemand hat euch getötet, ihr tötet ihn zurück, macht die ganz normalen Vollstrecker, es macht sogar Spaß und seht das Ganze ab diesem Punkt als wirklich Ziellinie. Ihr habt nicht mehr viel vor euch und dann habt ihr euch das auch wirklich mehr als nur verdient. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr selbstverständlich auch an diesem Punkt hier die Nagelpistole nehmen bei den Spezialwaffen. Ihr braucht nur eine Nahkampfwaffe, eine Spezialwaffe. Okay, guck mal. Hier sind ganz viele rote Punkte, die alle von mir aus ein Auto haben können. Da. Das war's, 5. oder 6. Fernlenkladung. Wo ist die Fernlenkladung? Da kommt sie. Na toll, nicht gekriegt. 12 zu 39. Ach so,
Das ist so lächerlich hier. Yes! Okay. Eins weniger. Wie lange bräuchte ich, um auf Dark Aether zu gehen? Circa. Wie lange brauche ich für Dark Aether? Das sieht schon schick aus. 5 bis 6 Spieltage. Oh. Aber Dark Aether. Also ich muss euch was sagen, das da sieht deutlich besser aus als das, wofür ich mein Leben gerade gegeben habe. Aber ich denke, wir sind uns einig, Dark Aether ist zum Abschluss von diesem unglaublichen Projekt. Also ich sitze jetzt hier mittlerweile die zweite Woche dran, aber ihr habt in den Kommentaren gesagt, dass ihr euch sowas wünscht und ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu halten. Ich habe noch nie ein 30-Minuten-Video gemacht. Also Support, Leute, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich wirklich riesig drüber freuen. Es ist wirklich anstrengend gewesen, aber ich bin mit dem Produkt wirklich zufrieden und ich kann das jetzt gerade aufnehmen, als alles zusammengeschnitten ist, alles fertig ist, als ich in dem Moment, wo ich weiß, dass ich durch bin. Noch ein paar kurze grundsätzliche Tipps. Die Raketenwerfer sind das mit Abstand anstrengendste. Jede einzelne Herausforderung von den Raketenwerfern wird euch nerven, egal welchen ihr in der Hand habt. Nehmt von der ersten Sekunde bei eurem Trip zu Dark Matter die Raketenwerfer als Sekundärwaffe mit, vor allen Dingen den RPG. Wenn ihr seht, dass oben am Himmel ein Vorratshelikopter kommt, ein Kampfhelikopter, wenn ein Geschütz vor euch steht, wenn ihr einen Panzer seht, irgendwas, schießt mit dem RPG drauf. Jede einzelne Herausforderung, die ihr schafft, bevor ihr euch ganz dem RPG widmet und dem Sigma, wird euch weniger Nerven kosten am Ende. Das zweite, spart euch eure Double XP Token auf. Nehmt sie für die Raketenwerfer, nehmt sie für das Messer vielleicht, wenn ihr Probleme damit habt. Nehmt die Double XP Token für die Schrotflinten, aber verballert eure Double XP Token nicht für die MPs, für die Sturmgewehre, für die LMGs. Die sind nämlich alle deutlich zu gut dafür. Ich hoffe an der Stelle, ich konnte euch Ideen geben, Tipps geben, vielleicht ein bisschen Mut machen. Es ist wirklich eine Herausforderung in diesem COD, in anderen CODs, gerade weil es auch kein SBMM gab, war es natürlich deutlich einfacher. Und hier seht ihr noch so ein bisschen Hintergrund, die Stats, ihr seht bei den Raketenwerfern, wie viel Kills ihr ungefähr braucht. Wenn ihr ein richtig guter Spieler seid, der richtig durchgrindet, könnt ihr das Ganze in circa 14 Tagen, würde ich sagen, durchsuchten, wenn ihr jeden Tag 3-4 Stunden dran seid. Wenn ihr ein eher mittelmäßig bis vielleicht schlechterer Spieler seid, werdet ihr ein bisschen länger brauchen, aber länger als 3 Wochen auch nicht. Und Leute, am Ende, wenn ihr es geschafft habt und auf jeder Waffe eure Tarnung habt, glaubt mir, dann hat es sich gelohnt. Und wenn ich jetzt an die Raketenwerfer denke, wird mir schon wieder übel, deswegen sage ich, viel Glück euch, viel Spaß, haltet durch, Shepi liebt euch. Hi, ja, wartet, ich will noch mal ganz, ganz kurz Werbung machen, Leute. Morgen, wenn ihr das seht, ab 15 Uhr gibt es das Cold War 4 gegen 4 8-Mann-CDL-Turnier bei mir auf dem Twitch-Kanal. Wenn ihr Bock habt auf Livestreams, wir machen Reaction-Videos, wir gucken uns coole, wir gucken uns eure Kanäle an, wir gucken uns sonst was an, wir machen Warzone-Turniere, wir machen Challenges, also es ist einfach eine geile Zeit mit einer geilen Community. Würde mich freuen, wenn ihr Twitch einmal auschecken würdet, gebt mir die Chance, euch da auch live zu überzeugen. Einige von euch denken vielleicht, dass ich ein arroganter Schnösel bin. Glaubt mir, wenn ihr einmal im Twitch-Stream dabei gewesen seid, werdet ihr sehen, das bin ich wirklich. Ich bin raus, haut rein.